Also wir haben das Ziel in der Europäischen Union bis 2020 den Klimawandel zu bekämpfen und damit eine 20-prozentige Reduktion der CO2-Emissionen vorzusehen. Dazu brauchen wir unbedingt eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Und durch die Gigaliner würde allein 35% des Gütertransports, des Einzelwagen-Gütertransports, auf die Straße verlagert. Das hätte vehemente Konsequenzen für den Kampf gegen den Klimawandel. Deshalb passt das überhaupt nicht in die Strategie der Europäischen Union, den Klimawandel zu bekämpfen. Zudem ist er natürlich extrem lang, fast so lang wie Flugzeuge. Das passt überhaupt nicht in die Straßenlandschaft Europas. Und von daher müssten in Angriff genommen werden, um die Straßensysteme umzubauen, Kreisverkehre, Kreuzungen. All das passt nicht zusammen. Das wäre Privatisierung der Gewinne für einige wenige Unternehmen und Sozialisierung der Verluste für die Allgemeinheit. Das wollen wir nicht. Einmal sind sie natürlich gefährlich bei Überholmanövern oder bei Unfällen, insbesondere auch in Tunneln. Aber wenn diese Verlagerung stattfindet, bedeutet das auch, weil die Eisenbahn sehr sicher ist und der Straßenverkehr nicht so sicher, dass wir 100 Tote mehr im Jahr allein deshalb beklagen müssten. Auch deshalb wollen wir das nicht. Nordrhein-Westfalen ist ein Transitland in Europa. Und natürlich haben wir den Druck aus Belgien und den Niederlanden, die Gigaliner zuzulassen und auch über die Grenze zu fahren. Das hätte einerseits, wenn man es weiterhin verbieten würde, einen Nachteil für den Lkw-Betrieb hier in Nordrhein-Westfalen. Aber der Druck wäre so stark, dass sich Nordrhein-Westfalen nicht dagegen wehren könnte. Und wenn sie zugelassen wären über die Grenze, müsste auch in Nordrhein-Westfalen die Infrastruktur geändert werden. Das wären enorme Kosten, die wir nicht einsehen, dass sie aufgebracht werden müssen. In Nordrhein-Westfalen, das ist ja weltweit bekannt, dass eine Brücke über den Rhein bei Leverkusen gesperrt werden musste für Lkw, weil nicht genügend Geld für die Infrastruktur da ist. Deshalb brauchen wir keine neuen Experimente, sondern das, was wir haben, zu erhalten, das ist die große Aufgabe der nächsten Jahre und keine weiteren Experimente.